Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 16. April 1924. Vor 100 Jahren wurde Henry Mancini geboren. Simonetta Dibban erinnert an den amerikanischen Musiker und Komponisten. Henry Mancini sitzt am Klavier für eine Radiosendung im amerikanischen National Public Radio. Spielt eins seiner berühmtesten Stücke. So ein interessantes kleines Ding, sagt die Moderatorin. The Pink Panther is such an interesting, cute thing. What else would you write for a Pink Panther? What else? Es ist ihm halt so eingefallen, sagt Henry Mancini. So wie die Musik zum Detektivfilm Peter Gunn oder das Intro zu Frühstück bei Tiffany. Mit seinen Soundtracks hat er Filmgeschichte geschrieben. Produktiv, erfolgreich. 4 Oscars, 20 Grammys. Es war auch ein bisschen revolutionär, wie er den Jazz als Filmmusik etablierte. Dabei hatte alles mit italienischer Volksmusik begonnen. Henry Mancinis Eltern waren italienische Einwanderer. Aus den Abruzzen waren sie vor dem Ersten Weltkrieg in die USA gekommen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Der Vater findet einen Job als Stahlarbeiter in Pennsylvania. In seiner Freizeit spielt er Querflöte in der örtlichen Folklore-Band namens The Sons of Italy. Für seinen Sohn Enrico Nicola Mancini, geboren am 16. April 1924, bleibt nur das kleinste Instrument. Ich wusste, dass ich ein bisschen anders war, weil ich Piccolo-Flöte spielte. Mit 13 lernte ich Klavier und habe auf Hochzeiten gespielt. Auf polnischen Hochzeiten, kroatischen, italienischen, griechischen. Wir nannten es nicht Musik, es war ein Job. Aus Enrico wird Henry, seine Freunde nennen ihn Hank. Er übt viel, probiert am Klavier herum und spielt nach, was er so hört. Einmal pro Woche ging ich ins Kino. Aber das wichtigste Medium damals war das Radio. Nur dort konntest du die Big Bands hören. Es gab Live-Übertragungen aus Cincinnati, aus dem Grand Casino aus New Jersey. Jeden Abend. Das war ungeheuer inspirierend. Da habe ich das erste Mal daran gedacht, zu komponieren. It was very inspiring. Ein Jahr an der Juilliard Music School in New York, dann 3 Jahre Kriegsdienst in Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg komponiert Mancini weiter, wird Pianist in der Glenn Miller Band und 1955 erstmals für einen Oscar nominiert. Seine Filmmusik für die Glenn Miller Story ist sein Tor ins Filmgeschäft. Er komponiert die Musik für Im Zeichen des Bösen von Regisseur Orson Welles. An die 30 Filme macht er mit Regisseur Blake Edwards. Insgesamt fast 500 Kompositionen für Film und Fernsehen, schreibt Henry Mancini bis zu seinem Tod 1994. Mit einem Drehbuch konnte ich nie etwas anfangen. Ich brauchte immer den fertigen Film, um meine Ideen zum Fließen zu bringen. The movie is entirely finished. It's a matter of time. Weil es ja eine Frage des Timings ist, was wie passt. Manchmal brauchst du nur 3 Sekunden Musik, manchmal 15 Minuten. Wie zum Beispiel der Anfang von Pink Panther. The opening of Pink Panther, the movie. Federleicht klingen viele seiner Songs, aber alle haben auch das gewisse Etwas, wie ein Akrobat, der scheinbar mühelos ein Kunststück aufführt. Dass seine Melodien missbraucht wurden, zum Beispiel in einem Bekennervideo der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, konnte der Menschenfreund Mancini nicht verhindern. Dass sie trivial wurden, schon. No, I'd never let them put a lyric on it. They pressed and pressed to have a lyric written, which would have been, a dumb lyric. Sie haben mich gedrängt, aber ich habe nie erlaubt, dass sie einen Text darauf machen. Das wäre ein dummes Lied geworden.